Für mich bedeutet das jetzt auf jeden Fall sehr viel, dass ich Testosteron bekomme, weil für mich jetzt auch die männliche Pubertät eintritt. Und das ist das, was ich mir auch jahrelang jetzt schon gewünscht habe. Ich habe keine Angst davor, dass es kein Zurück mehr gibt, weil für mich war es immer klar, ich bin Junge und ich werde es auch immer bleiben. Max ist im falschen Körper geboren. Er ist 14 und transsexuell. Seit Jahren kämpft er dafür, dass er endlich zum Mann werden darf. Jetzt ist er auf dem besten Weg dahin. Alina, selbst Mutter einer Tochter, besucht den Jungen, der als Mädchen auf die Welt kam, zu Hause in Merseburg. Sie möchte Max näher kennenlernen. Hallo. Hi. Krass. Sehen wir uns endlich mal in echt? Jo. Ich kenne dich sonst nur von Instagram. Im August 2005 wird Max als Mädchen geboren. Schon als kleines Kind weiß Max, dass er eigentlich ein Junge ist. Mit 11 vertraut er sich seinen Eltern an. Vor anderthalb Jahren lernen wir die Familie kennen. Und zum ersten Mal erzählen sie ihre Geschichte öffentlich. Im Kindergarten fing das an, dass er nur blaue Klamotten tragen wollte. Also nichts, was rosa, lila oder Glitzersteinchen hat. Und irgendwann fing ich an, dann Kleider zu kaufen. Und das war eine Qual, ihm die anzuziehen. Und dann hat er angefangen, seine Kleider zu verschenken, ohne mich zu fragen. Ab der 5. Klasse wusste ich es eigentlich, dass sie er ist. Wie war das bei dir? Wie wichtig war das auch, dass Mama und Papa da irgendwie mitgehen und ja, Verständnis natürlich auch zeigen? Das war für mich unglaublich wichtig, weil ohne meine Eltern hätte ich diesen Weg nie gehen können. Also das wäre für mich eigentlich so gut wie unmöglich gewesen, auch was die Gutachten und alles angeht. Und auch weil dieser ganze seelische Druck auf einem lastet. Es ist ein Gefühl, als würde man zum Beispiel nackt in der Öffentlichkeit stehen. So ein Gefühl von Scham. Und man hat auch das Gefühl, man ist sozusagen in sich selbst gefangen. Also man kann sich selbst nicht entkommen. Man kann nicht das sein, was man eigentlich ist, was man sein möchte. Nachdem Max seine Geschichte öffentlich erzählt, bekommt er viel Zuspruch für seinen Weg. Aber es gibt auch Menschen, die dafür überhaupt kein Verständnis haben. Es ist halt schon eine krasse Entscheidung. Kannst du verstehen, dass andere Menschen so ein bisschen denken, in dem Alter und wie kann man sich bei sowas so sicher sein? So eine Lebensentscheidung. Also man muss sich natürlich in die andere Person hineinversetzen können. Und das ist wahrscheinlich für Außenstehende sehr schwer. Also es gibt ja gespaltene Meinungen, welche, die das total verstehen und wie du das gerade gesagt hast, die das überhaupt nicht nachvollziehen können. Seit Max 12 ist, bekommt er Hormonblocker. Sie unterdrücken die weibliche Pubertät. Jetzt gibt's für ihn eine entscheidende Veränderung. Seit einem Monat darf er das männliche Hormon Testosteron in Form von Gel zu sich nehmen. Dadurch wird Max endgültig zum Mann. Es sieht so unaufregend aus, aber am Ende verändert es dein ganzes Leben. Auf jeden Fall. Wie war der Tag, an dem entschieden wurde, yes, du darfst dieses Gel haben? Ich war unglaublich glücklich, aber natürlich auch ein bisschen ungeduldig, weil ich direkt Veränderungen möchte, direkt merken will, was passiert. Aber man muss halt abwarten. Und er ist der Mann, der Max das nötige Okay gegeben hat für diesen entscheidenden Schritt, Dr. Kurt Seikowski. Bei Max habe ich das so mit entschieden, weil das so lange schon geht. Und je früher man eigentlich anfängt, desto bessere Voraussetzungen hat man, so auszusehen, wie man sich das andere Geschlecht vorstellt. Aber es gibt viele Kritiker, die sagen, was macht ihr da? Ihr spielt ja Gott. Und ist das wirklich alles in Ordnung, was ihr macht? Und vielleicht entscheidet sich ein Kind doch noch anders. Ich mache das seit 35 Jahren. Ich habe noch kein einziges Kind erlebt, was dann später mal wieder ins Ursprungsgeschlecht zurück wollte. Und so geht es auch Max. Er muss das Testosterongel jeden Tag zur selben Uhrzeit auftragen, ein Leben lang. Und es gibt kein Zurück. Kritiker sprechen oft davon, dass es ja nur eine Phase sein könnte. Max' behandelnder Arzt sieht das komplett anders. Wichtig ist vielleicht zu sagen, dass auch international man der Meinung ist, wenn das länger als 2 Jahre dauert, so ein Zustand, spricht man eigentlich nicht mehr von einer Phase. Dann sollte man ernsthaft in Erwägung ziehen, dass tatsächlich da so eine transsexuelle Prägung vorliegt. Das ist schon echt auch ein anstrengender Weg. Ne? Man muss halt um alles kämpfen, um jeden Schritt kämpfen und immer ein kleines Stückchen weiter zu dem, der du eigentlich ja bist und auch sein willst. Mit dieser Hormontherapie, was verändert sich da jetzt alles? Merkst du davon schon was? Also ich bin ja jetzt schon einen Monat auf Testosteron. Was sich auf jeden Fall bei mir verändert hat, ist, dass ich irgendwie noch selbstbewusster geworden bin und mich einfach immer, also nicht mehr so klein fühle. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen so eine Down-Phase habe, was wahrscheinlich auch an Testosteron liegen wird. Dazu bin ich etwas aggressiver gegenüber anderen Leuten geworden, wenn mich jetzt jemand etwas nervt oder so. Das ist ja total typisch, Mann. Ja.
Auch wir merken einen deutlichen Unterschied beim Blick in unser Archiv. Max' Stimme hat sich verändert. So klingt Max noch vor anderthalb Jahren, als wir ihn auf seinen Mädchennamen ansprechen. Ein Thema, das ihn auch heute noch beschäftigt. Für mich ist es schlimm, meinen alten Mädchennamen zu hören, weil es für mich einfach wie eine Beleidigung. Für mich würde es auf jeden Fall viel bedeuten, wenn meine Namensstandsänderung endlich durch ist, da meine Eltern dann eben nicht immer zum Arzt rennen müssen und vorne noch sagen müssen, ja, das ist der Max und so. Dass es einfach offiziell ist und dass es feststeht. Doch für seine Freunde ist das nicht wichtig. Für sie ist er einfach nur Max. Bitte bleibt genauso, wie ihr seid, ihr Lieben, ganz großartig. Alles, alles Gute und wir sehen uns irgendwann wieder, ja? Ja. In 5 Jahren. Mit Vollbart. Okay. Ja, genau, mit Vollbart.